Ja, einen wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik, und willkommen zu einer neuen Folge Star Trek Legacy. Ja, in der letzten Folge haben wir die Mission leider nicht geschafft, weil wir die Enterprise verloren haben. Ja, und ich höre mal auf, die Schuld meines Versagens auf euch abzuwälzen. Ich habe die Enterprise verloren, aber diesmal machen wir es richtig. Hoffe ich mal. Wird schon. Energie. Logbuch des Captains. Sternzeit 7106,7. Die Entscheidung, ja, wir müssen... Das haben wir in der letzten Folge gesehen, da denke ich mir, können wir uns das Enterprise heute klemmen. Exzellent auf. Wir können... Es wird... Wir haben... Viel... Und wer es nicht gesehen hat, der kann ja die letzte Folge nochmal anschauen. Ansonsten kennt ihr es ja. Okay. Enterprise in Bereitschaft. Gut. Dann wollen wir doch mal... Alles auf Anfang. Warp-Antrieb wird zugeschaltet. Klingonen! Warp wird abgebrochen, Captain. Flugrichtung festgelegt. Enterprise in Bereitschaft. Das Klingonische Imperium ist mächtig. Photonentopf. Die Schilde sind deaktiviert. Beamen Sie den Landetrupp, bevor sie wieder aktiviert sind. Na. Energie. In Phaser-Reichweite, Captain. Captain! Sir, Landetrupp hier. Wir haben den Außenposten gesichert. Wir bereiten die Verteidigungssysteme für den Notfall vor. Landetrupp Ende. Okay. Das war's dann, glaube ich, schon. Gut, dann warpen wir mal zum nächsten. Warp-Antrieb wird zugeschaltet. Na gut, ich habe viel Zeit verloren, weil ich da unten dachte, okay. Klingonische Schiffe entdeckt. Wir sind unterwegs. Könne. Ach du. Warp-Antrieb wird zugeschaltet. Er geht auch auf Warp hier. Verdammte Axt. Unsere Schilde sind ausgefallen. Warum schießt du nicht? Phaser bereit, Captain. Die feindlichen Schilde sind ausgefallen. Philadelphia Gut so. An Flotte. Wir nehmen viele Treffer hin. Sir, Landetrupp Nein. hier. Wir haben den Außenposten gesichert. Wir bereiten die Verteidigungssysteme für den Notfall vor. Landetrupp Ende. Oh, jetzt haben die weiter drauf geballert. Mein Gott. KI, kannst du nicht erkennen, dass da Leute von uns drauf sind? Huch. Der hat aber ganz schön Schaden abgekriegt. Klingonisches Schiff zerstört. Okay, dann erstmal alle halt. Philadelphia in Bereitschaft. Bisschen Reparatur. Schaut's hier aus. Enterprise in Bereitschaft. Constitution in Bereitschaft. Okay. Dann heile dich, oh du Schiff. Ja, und was macht ihr so, wenn ihr nicht gerade eure Raumschiffe repariert? Nichts ganz, ganz viel davon hier. Das war jetzt natürlich unschön. Ja, komm, wir springen einfach mal weiter. Erstmal. Feindliches Schiff entdeckt. Was? Kommt denn der? So ein Mistkerl. So ein Drecksack. Position einnehmen. Unsere Schilde sind schwach, Captain. So ein Drecksack. Klingonisches Schiff zerstört. Ey. Na, das habe ich ja gern. Aber gut. Ach. Ach so. Warp-Antrieb wird zugeschaltet. Man muss auch immer wieder mal... Captain, Sensoren melden feindliches Schiff. Kurs gesetzt, Captain. Jetzt haben sie die Station auch weggerotzt. Ey, es ist doch nicht Unsere wahr. Unsere Schilde verkraften keine weiteren Treffer, Captain. Jetzt geh endlich Mit auf Warp, Mit Warp-Antrieb zu Koordinaten. Ziel erfassen. Warp-Antrieb wird zugeschaltet. Zielschilde sind ausgefallen. Klingonisches Schiff zerstört. Wir sind unterwegs. Captain, Sie haben unsere Schilde ausgeschaltet. Zielschilde sind ausgefallen. Ziel erfassen. Klingonische Schiffe entdeckt. Klingonisches Ziel zerstört.
Na herrlich. Irgendwie läuft das nicht so, wie ich mir das erhofft habe. Philadelphia in Bereitschaft. Hä? Enterprise in Bereitschaft. Phaser bereit, Captain. Captain, die feindlichen Schilde sind ausgefallen. Also, was macht ihr denn hier? Irgendwie lief das beim letzten Mal anders. Blechle. Okay. Das ist natürlich doof. Jetzt habe ich beide Stationen verloren. Hm. Herrlich. Constitution in Bereitschaft. Aber es wäre doch gelacht, wenn wir das nicht irgendwie in Bereitschaft. Enterprise in Bereitschaft. Okay. Warp-Geschwindigkeit. Psst, weil irgendein Vorteil hatte das Warp nämlich. Warp wird abgebrochen, Captain. Captain, Sensoren melden feindliches Schiff. Entschuldigung. Mit Warp-Antrieb zu Koordinaten. Sir, wir verlassen Warp-Geschwindigkeit. Kurs wird festgelegt. Enterprise in Bereitschaft. Außenteam auf zu schießen. Zeichen beamen. Jetzt. Ey, ist doch nicht wahr. Hör auf, drauf zu feuern. Wir haben den Außenposten gesichert. Wir bereiten die Verteidigungssysteme für den Notfall vor. Landetrupp Ende. Oh, das hasse ich. Und das liegt daran, dass das Spiel nicht mehr so richtig läuft. Unter Windows 10. Man merkt es halt nicht nur beim Auswählen. Okay, der Prototyp verlässt das Dock. Wir müssen die Antriebe deaktivieren, um ihn zurück nach Orpheus zu schleppen. Wir haben unser Ziel erreicht. Würdet ihr jetzt verdammt nochmal auf Warp gehen? Mann, was soll das? Unsere Schilde sind ausgefallen. Constitution in Bereitschaft. Der ist voll im Gefecht. Philadelphia in Bereitschaft. Hüllenintegrität ist sehr gefährdet. Klingonische Schiffe im Anflug. Warp-Antrieb wird zugeschaltet. Scheibe. Nee, weg mit dir. Enterprise in Bereitschaft. Klingonisches Ziel zerstört. Mit Warp-Antrieb zu Koordinaten. Flugrichtung festgelegt. Klingonen! Disruptor feuert das letzte sein, das du jemals siehst. Ja, das sind wir noch. Wie wär's? Schilde deaktiviert, Captain. Wir sind in den Nebel eingetreten, Captain. Klingonisches Schiff zerstört. Dann raus aus dem Nebel. Ich hab gehört, das ist ungesund. Klingonisches Ziel zerstört. Schilde sind ausgefallen. In Phaser-Reichweite, Captain. Der Antrieb ist deaktiviert. Gut. Das ist die Chance. Holen Sie das Schiff mit dem Traktorstrahl und dann ab nach Orpheus. Klingonisches Schiff zerstört. Phaser auf Ziel einstellen. Klingonisches Schiff zerstört. In Phaser-Reichweite, Captain. Wir haben den Nebel verlassen, Captain. Zielschilde sind ausgefallen. Unsere Schilde verkraften keine weiteren Treffer, Captain. Photonentorpedos bereit. Okay.
Kurs wird jetzt gesetzt. Constitution an Flotte. Captain, Sensoren melden feindliches Schiff. Wir sind in Position. Ja, komm. Traktorstrahl. Traktorstrahl wird aktiviert. Dann gehen wir mal alles in den Antrieb. Abweichung am Traktorstrahl ist im Toleranzbereich. Wir schleppen das Schiff. Aber es löst sich nur langsam. Die Sensoren registrieren mehrere feindliche Ziele im Anflug. Sie sind in Überzahl. Das wird ein Rückzug mit Kampf. Sichern Sie das Schiff im Schlepptau. Wir müssen es nach Orpheus bringen. Enterprise in Bereitschaft. Feindliches Schiff entdeckt. Ja. Constitution in Bereitschaft. Philadelphia in Bereitschaft. Warp wird initialisiert. Sir, wir verlassen Warp-Geschwindigkeit. Na komm. Okay, die Enterprise hat jetzt maximale Energie in den Waffen. In den Waffen, Quatsch, im Antrieb. Klingonische Schiffe gesichtet. Photonentorpedos bereit. Hey. Ach Gott. Constitution in Bereitschaft. Du darfst gerne unterstützen. Constitution in Bereitschaft. Philadelphia in Bereitschaft. Bereithalten, um Phaser zu feuern. Klingonische Schiffe gesichtet. Captain, die feindlichen Schilde sind ausgefallen. Volle Energie in den Antrieb. Warp-Antrieb wirst du bekommen. Mehr Energie in die Waffen. Keine weiteren Treffer, Captain. Klingonisches Ziel zerstört. Also die Enterprise zieht ja ziemlich gut davon. Constitution in Bereitschaft. Warp-Geschwindigkeit. Philadelphia in Bereitschaft. Nee, Reparatur wollte ich nicht. Hier war das. Alles wieder normalisieren. Energie wird umgeleitet. Komm schon. Klingonisches Ziel zerstört. Constitution in Bereitschaft. Nehmen wir ein bisschen Reparatur. Das ist auch nicht verkehrt. Und die Enterprise. Hier ist die Enterprise. Wir haben das Klingonenschiff. Wir sind im Anflug. Orpheus hier. Sind bereit für Ihre Ankunft, Enterprise. Constitution in Bereitschaft. Warp wird initialisiert. Philadelphia in Bereitschaft. Na. Ey, vor allen Dingen, ich bin ein Kriegsschiff, ja. Ach komm, der müsste doch eigentlich ein bisschen mehr Power haben. Feindliches Schiff entdeckt. Entschuldigung. Na komm. Captain, du ehrenloser Hund, was noch besteht? Ehrenloser Hund, was bildest du dir ein? Klingonisches Schiff zerstört. Warp-Geschwindigkeit. Constitution in Bereitschaft. Okay, die Enterprise ist doch jetzt angekommen, oder nicht? Kurs wird festgelegt. Schauen wir mal. Schiff werfen, schleppen die Bett oder Aufwärtsstation. Ja, bin ich doch. Enterprise in Bereitschaft. Gut, haben wir's. Alles klar, können wir nach Hause gehen. Aber ich befürchte, das war nur Teil 1 dieser Mission. Okay, jetzt haben wir den Bird of Prey geentert.
Ja, wollen wir. So, kurzen Moment. So, dann würde ich sagen, den nehmen wir auch mit. Kriegsschiffe. Okay. Aha. Die Kreuzer haben zwar weniger Photonenbänke und weniger Phaserbänke. Also jedenfalls Photonenbänke weniger, aber weit mehr Schilde. Oder? Ach nee, das ist die Geschwindigkeit. Ja, aber auch mehr Schilde. Naja, gut, was soll's. Logbuch in die nächste des Mission. Sternzeit 7115,9. Unsere Ingenieure haben mit uns die Handhabung des eroberten klingonischen Bird of Prey trainiert. Das Design ist primitiv. Aber die Einfachheit wird das Erreichen des Missionsziels erleichtern. Ich muss mit dem Klingonenschiff hinter die klingonischen Linien, um Daten über die Waffenplattform zu sammeln, die sie im Katra-System bauen. Die Sternenflotte hat eine Einheit zur Zerstörung der Plattform mobilisiert. Es handelt sich wohl um eine Erstschlagswaffe mit großer Zerstörungskraft, die gegen Föderationsbasen verwendet werden kann und wird. Aber damit die Aktion erfolgreich ist, bei der so viele Leben riskiert werden, müssen wir sicher sein. Das Waffenarsenal des Bird of Prey kommt nicht an die Enterprise ran. Er hat nur wenige leistungsstarke Torpedos und zwei Disruptorkanonen. Ich muss mich auf mein Können und meine List verlassen und nicht auf direkte Aktionen. Hoffentlich ist dieses Tarnsystem so ausgereift, dass selbst die Klingonen es nicht erfassen. Oder diese Operation wird scheitern. Oje, ich liebe sowas. Schützen Sie den Bird of Prey, während er die Tarnvorrichtung hochfährt. Okay, das machen wir. Enterprise in Bereitschaft. Okay, dann fangen wir die hier mal ab. Klingonen! An alle Schiffe. Klingonen im Anflug. Beschützen Sie den Bird of Prey. Er ist vermutlich Ihr Ziel. Ja, natürlich. Warum geht ihr eigentlich nicht auf Bord? Phaser auf Ziel einstellen. Klingonisches Ziel zerstört. Captain, die weißlichen Schilde sind aufgefallen. Sehr gut, so mag ich das. Klingonisches Schiff zerstört. Hä? Logbuch des Captains, Nachtrag. Ich habe nun mein Kommando auf dem klingonischen Schiff übernommen. Mal sehen, ob das Schiff den bezahlten Preis wert ist. Los geht's ins System. Ich glaube, wir müssen hier mehr mit Geschwindigkeit als alles andere arbeiten. Okay. Ich setze mal mehr auf Geschwindigkeit. Energie wird auf Antrieb umgeleitet, Captain. Gut, und wie kann ich mich tarnen? Kurs eingegeben. Energie wird auf Antrieb umgeleitet. Ah, so geht das. Captain, Sensoren melden feindliches Schiff. Ja, wir sind hier getarnt. Also komm, stell dich mal hier an. Warp-Antrieb gibt's in der Mission gar nicht. Anscheinend. Ja, also. Was sollen wir jetzt eigentlich genau machen? Drei Ziele, scannen. Okay. Ja, dann machen wir das. Komm, gib Stoff. Maximale Energie ist im Antrieb. Energie wird auf Antrieb umgeleitet, Captain. Ja, komm. Wir sind nicht allein. So, okay, dann scannen wir dich mal. Wo waren das jetzt? Scannen. Nichts von Bedeutung hier. Okay. Wow. Das Scannen geht noch nicht. Ich glaube, wir wurden entdeckt. Was? Ihre Zerstörer müssen Sensoren haben, die durchdringen können. Ausweichmanöver, Mr. Sulu. Verpfeif dich doch. Blöd, Mann. Nichts von Bedeutung hier. Okay. Tarnvorrichtung wird deaktiviert. Na, macht doch sowas nicht. Hm.
Und eine Tarnung brauche ich da gar nicht erst hin. Gut. Warp-Geschwindigkeit. Ach, Warp geht doch. Ach, in Tarnung geht Warp nicht. Ja. Ach, Tarnung, komm. Sensoren melden neue feindliche Schiffe. Warum denn? Volle Energie in den Antrieb. Das andere sind Waffen und Schilder, also dass es schneller lädt, da kann ich glaube nichts machen. Volle Energie in den Antrieb. Selbstzerstörung, ja, bringt mir voll viel. Komm, werd fertig hier. Wir sind nicht allein. Ei, Captain, mit Warp-Geschwindigkeit voraus. Warp wird abgebrochen, Captain. Das war jetzt so nicht geplant. Tarnung, Tarnung. Du ehrenloser Hund. Tarnung. Unsere Schilde sind schwach, Captain. Wie, das geht nicht? Scan initialisieren. Captain, Sie haben unsere Schilde ausgeschaltet. Ja. Nichts zu melden, Captain. Ach, das ist ja schön. Scannen. Scan initialisieren. Protonen auf Ziel einstellen. Nichts zu melden. Zufallstreffer. Die Klingonen verwenden diese Werften zur Reparatur und Bewaffnung ihrer Schiffe. Dann bitte weg hier. Weg. Markieren Sie die Position für taktische Zwecke im Logbuch. Ja, komm, hau ab. Quatsch nicht, hau ab. Oh. Das war dumm. Neue feindliche Schiffe. Energie. Captain, Hüllenintegrität ist sehr gefährdet. Ja, danke. Danke für die Info. Ah, das ist ja bescheuert. So. Schauen wir mal. Wir machen mal die Tarnung kurz an. So. Okay. Jetzt läuft es ein bisschen ab. Okay. Tarnung aus. Achso, läuft das. Ich kann nicht zwischendurch, wenn er ein bisschen Tarnenergie hat, ich muss echt warten, bis es wieder grün ist. Ey, das ist ja bescheuert. Reparatur. Ich würde sagen, die Reparatur erspare ich euch und wir sehen uns gleich wieder, wenn der Kahn wieder repariert ist. Also bis gleich. So, Freunde. Ich glaube, ich werde es einfach so machen, wenn das Schiff zu stark beschädigt ist und die Reparatur halt recht lange dauert, dass ich da einfach kurz unterbreche und dann weitermache, wenn das Schiff dann wieder repariert ist. So, okay. Gut, dann müssen wir... Wo müssen wir eigentlich hin? Wir sind nicht allein. Ja, das ist mir klar. Warp wird initialisiert. Warp wird abgebrochen, Captain. Okay. Warp-Geschwindigkeit. Warp wird abgebrochen, Captain. Schmeißen wir mal die Tarnung an. Wird aktiviert. Aber warum werden mir die nicht irgendwo angezeigt? Das ist doch diese komische Hauptstation, glaube ich. Ja, das ist die Pulskanone. Wir sind war klar. Nicht allein. Ja, natürlich sind wir nicht allein. Na komm, gib Stoff. Plattform kann ich glaube erst scannen oder dann zerstören, wenn ich alle Daten habe. Na komm, mach hin. Also ich finde schon, die Tarnung könnte ein bisschen... Captain, Sensoren melden feindliches Schiff. Ja, das ist ja normal. Im Feindesgebiet. Scan wird ausgeführt. 14 Sekunden. Oje. Na gut. 6, 5, 4, 3, 2, 1 und... Da ist sie. Die Waffenplattform. Die Scans bestätigen meine Befürchtung. Die Sternenflotte wird nach diesen Berichten sofort einen Angriff einleiten. Die Waffe scheint noch in Bau. Vielleicht können wir sie überraschen, bevor wir gehen. Sie etwas aufhalten. Bis wir mit Verstärkung wiederkommen. Energie auf die Waffen. Bereit zum Feuern. Was? Ich hab doch die anderen Sachen noch nicht mal fertig.
Vorrichtung wird deaktiviert. Nein, bloß nicht. Weg hier. Wir sind nicht allein. Weg. Kämpfe, du ehrenloser Hund. Warp-Geschwindigkeit. Oh, ich geb dir gleich ehrenlos. Warp wird abgebrochen, Captain. Okay, was soll ich hier... warte mal, wir haben noch hier... drei Ziele scannen. Deaktivieren Sie das Sensorenfeld der Waffe von Plattform. Ah, das war der, der da wahrscheinlich... Ah ja, okay, alles klar, kann man machen. So, jetzt gucken wir erstmal. Wir müssen ja noch zwei andere Dinge scannen, also von daher, ja. Komm, gib Stoff. Captain, Sensoren melden feindliches Schiff. Energie. Und schön vorbeiwarpen, einfach vorbeiwarpen. Ah ja, okay, genau, da wollen wir hin. Kurs gesetzt, Captain. Da wollen wir hin. Warp-Antrieb wird zugeschaltet. Warp wird abgebrochen, Captain. Scannen. Scan wird ausgeführt. Photonentorpedos bereit. Nichts zu melden, Captain. Oh, ja, klar. Unsere Schilde sind schwach, Captain. Wir sind nicht allein. Nichts zu melden, Captain. Na mach. Captain, Sie haben unsere Schilde ausgeschaltet. Ja. Sag mal, willst du mich verarschen? Ist doch sonst nix. Scan wird ausgeführt. Okay. Nichts zu melden, Captain. Okay, warum wirst du denn Hä, hier muss doch was sein. Muss da noch irgendwas sein, was ich scannen kann? Das habe ich gescannt. Okay. Dann fliegen wir halt dahin. Das verstehe ich nicht. Mir wird es immer noch markiert. Da ist hier. Sternbasis habe ich gescannt. Soll ich die zerstören oder was soll ich da machen? Wir tarnen. Sensoren melden neue feindliche Schiffe. Ja, ist ja schön. Okay, was soll ich denn hier scannen? Okay. Haben Sie die vereinbarte Menge Dilithium und Deuterium dabei? Unsere Minenanlage hat Material für die Energie hunderter Schiffe produziert. Warum sollte ich es aufgeben, wenn Sie mir die mächtigste Waffe aller Zeiten gegeben haben? Wenn Sie nicht einwilligen, muss ich Sie und Ihre Anlage zerstören. Das ist einfachste Logik, die sogar Sie verstehen. Ja, das kann ja keiner wollen. Solch ein Feuer brennt nicht in Ihnen. Sie konnten meine Entschlossenheit bei der ersten Begegnung sehen. Ich möchte diesen Pakt nicht bereuen, Tuknev. Man könnte Sie glatt für eine Romulanerin halten. Nun gut, Sie werden Ihren Anteil bekommen und ich werde erhalten, was mir zusteht. Ich werde die Föderation vernichten. Das ist ein Vulkanierschiff. Was macht ein Vulkanierschiff hier bei den Klingonen? Nichts Gutes. Markieren Sie die Scans des Vulkanierschiffes in unserer Datenbank. Vielleicht kann uns die Sternenflotte etwas über das Schiff mitteilen. Scannen Sie nun diese Minenanlage. Wir müssen vor dem Angriff möglichst viele Informationen sammeln. Mr. Sulu, bremsen und stabilisieren bei Annäherung. Wir sollten möglichst unbemerkt bleiben. Ja, wir versuchen's. Na komm. Scannen. Scan wird ausgeführt. Das dauert auch wieder ewig und drei Tage. Der Photonentorpedos. Warum? Ja. Wir haben unser Ziel erreicht. Ah, dann hauen wir doch mal ab. So, war das auch das Ziel hier? Ja.
Das Sensorenfeld, genau. Aber das irritiert mich hier. Na gut. Sensor. Dann die Tarnung deaktivieren. Tarnrichtung deaktivieren. Haben wir noch was zu reparieren? Natürlich haben wir was zu reparieren. Wir haben immer was zu reparieren. Du ehrenloser Hund. Würdest du bitte mal auf Warp gehen? Aye, Captain. Mit Warp-Geschwindigkeit voraus. Sag mal. Kurs eingegeben. Ja, was ist das jetzt hier? Das ist eine Sternenbasis, ja. Aber ich muss hier das zerstören. Oh. Jetzt warten wir eigentlich nur auf die Tarnung. Bis die sich irgendwann mal dazu herablässt, mal wieder zu funktionieren. Das ist echt bescheuert gemacht. Aber nun gut, so ist es halt. Ja, mal gucken. Fliegen wir halt schon mal dahin. Sensoren melden neue feindliche Schiffe. Warpgeschwindigkeit. Fernvorrichtung initialisieren. Ah, nee, das ist dieses. Okay. Dann deaktivieren wir die Tarnung. Dann gehen wir direkt dahin. Sir, wir verlassen Warpgeschwindigkeit. Gute Arbeit. Uhura. Gut. Meldung an Commodore April. Senden Sie ihm eine Kopie des Scans der im System entdeckten Waffen und Ziele. Fordern Sie eine Genehmigung für eine sofortige Offensive an. Genau. Senden Sie auch eine Meldung der Priorität 1 an das Sternenflottenkommando. Fordern Sie alle Daten über das Vulkanierschiff an, das wir gesehen haben. Aber auch wirklich alle Daten. Das Schiff ist mir suspekt. Jo, Freunde, haben wir die Mission doch geschafft. Ja, ihr seht hier 18 Minuten, also die Reparatur hat recht lange gedauert. Deswegen habe ich das dann halt dementsprechend übersprungen. So, Freunde, ich sage mal, die Folge ist lang genug und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wenn es euch gefallen hat, ihr wisst schon, lasst ein Like oder ein Abo da. Aber Hauptsache, ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal, euer Scotty. Ciao, ciao.